Ich mache hier richtig den Schneeflug, ne? Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass ich bei meinem Auto einen Kühler auspuste und nicht nur beim Trecker. Jesus Christ! Wenn jemand noch einen gut erhaltenen E93 BMW haben möchte, ich bin euer Mann, ruft mich an. Oder auch auf den anmöhrigen Böden sieht das auch einigermaßen gut aus. Hallo. Ach, ist das staubig, sein Urgroßvater, ey. Der Medienprofi schon wieder am Start, Alter, ihr merkt das schon. Kommt da jemand? Nee. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Und das ist heute mal wieder ein besonderes Video, denn ich nehme euch heute mal mit auf dem Acker. Die Getreideernte ist ja nicht mehr so weit entfernt und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Bestände. Vor allem teile ich das so in zwei Hauptkategorien auf. Und zwar zum einen, das kommt zuerst im Video, zeige ich euch, was dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Wo ich auf gut Deutsch gesagt Mist gebaut habe oder wo man Erfahrung gesammelt hat, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Das zeige ich euch als erstes, damit dann auch die Schadenfrohen so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Ne? Nein, wir wollen ja hier auch ein bisschen transparent sein. Ne? Ich kann euch hier nicht alles die Superbestände zeigen und sagen, hier, ich bin der Big Baba Bauer. Ne? So, der alles nur richtig gut macht und keine Fehler macht. Das ist keineswegs der Fall. Man hat jedes Jahr immer mal so ein paar Sachen, die blöd gelaufen sind. Ne? Diesen Jahr auch wieder. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen und vor allem erklären, warum das blöd gelaufen ist oder was meine Vermutung dahinter ist, dass ihr das dann halt auch mal zu sehen bekommt. Und die zweite Hälfte vom Video ist halt das, was ich sage mal, ja, den Großteil der Schläge repräsentiert. Ne, wo ich auch sage, jo, das hat richtig gut geklappt, sieht richtig gut aus, da warte ich viel von. Und da gehen wir die Kulturen mal so ein bisschen querbeet durch und ich zeige euch einfach mal ein paar Stellen. Also für die ultimative Portion Schadenfreude bleibt auf jeden Fall dran, wir legen jetzt los. Ja, meine Freunde, wir sind hier schon an der ersten Station angekommen und an dieser Stelle kann man auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich erkennen, was hier ja, schiefgelaufen ist. Ja, meine lieben Freunde, das hier ist kein Roggen. Das hier ist Gerste. Und vor allem für die Leute, die es interessiert, das hier ist nämlich eigentlich Winterbraugerste. Da könnt ihr gucken, später nach diesem Video, falls es euch interessiert, das ist die Feldphilosophie vom Frühjahr. Da habe ich euch die Bestände einmal im Frühjahr gezeigt. Da war dieser Acker auch dabei. Ja, und wie man sehen kann, wir haben hier ganz schön viel Durchwuchsroggen. Ja, wenn man hier mal so reinguckt von der Seite, geht. Man hat hier halt so ein paar einzelne Pflanzen. Das sieht halt schlimmer aus, wenn man so reinguckt. Ne? Wenn man so reinguckt, dann sieht das ja aus wie ein absolutes Roggenmeer. Aber schön ist es trotzdem nicht. Was ist jetzt an dieser Stelle hier schiefgelaufen? Ich wollte einfach mal eine Gerste in Mulchsaat ausprobieren und die Vorfrucht war Roggen. Was war der Hintergedanke dazu? Ne? Getreide nach Getreide ist sowieso in Mulchsaat immer ein bisschen schwieriger. Aber gerade bei Gerste ist es nochmal eine Nummer schwieriger, weil man mit Ausfallgetreide da doch sehr viel Probleme hat. Ja, wie bin ich denn hier verfahren? Also nach der Ernte haben wir halt dreimal ganz flach gearbeitet, also ein flach abschneidenden Grubber. Also dreimal quasi alles, was an Ausfallgetreide mal wieder aufgelaufen ist, eingearbeitet, sage ich mal. Dann haben wir halt weitergemacht mit der Saatbettbereitung, ja, auch in Mulchsaat, dann die Aussaat. Ja, aber es ist halt leider Gottes doch allerhand Roggen durchgekommen. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, erntetechnisch. Der Roggen, der reift halt nicht gleichzeitig mit der Gerste ab. Ne? Wir sehen halt, der ist halt noch, ach, na komm. Der Roggen ist halt noch grün. Der hat auf jeden Fall schon die Ähren voll gemacht. So, aber die Gerste ist natürlich viel weiter. So, die kann man bald schon dreschen, würde ich sagen. Also die Gerste hier, gut, das hier vorne ist jetzt ein Sandkopf. Der ist sowieso weiter. Aber die Gerste, die ist schon eine Woche, sag ich mal. Ne? Ein bisschen grün ist hier auch noch zwischendrin. Aber nichtsdestotrotz ist das halt keine Braugerste mehr. Ne? So, dafür haben wir einfach schlichtweg zu viel Besatz hier drin, als dass sich das lohnen würde. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hat auf dem anderen Schlag besser geklappt. Da war Vorfrucht Weizen. Aber da hat die Gerste den Weizen so weit unterdrückt gekriegt, dass der halt nicht durchgekommen ist. Aber halt nicht so schlimm wie hier, sag ich mal. Von daher sollte man dann gucken, dass man so eine Gerste anbaut. Entweder nach Erbsen, nach Mais oder halt nach Raps. Dann funktioniert das alles. Na, dann hat man so eine Probleme auch nicht. Das wollte ich euch hier einfach mal gezeigt haben. Na, das ist halt doof gelaufen, aber im Endeffekt sind es halt nur 2 Hektar. Ja, und damit wären wir hier einmal an Stelle Nummer 2 angekommen oder den zweiten Schlag, den ich euch hier zeigen möchte, wo etwas nicht so gut gelaufen ist. Ja, und das sind meine Erbsen. Das sind meine Erbsen, man kann es schon sehen. Hier ist schon alles zu spät.
wir haben hier noch so ein bisschen Grün. Ein paar Pflanzen hier zwischendrin, da kommen keine großen Schoten mehr. So normal wird das dann, ne, hier oben so aussehen, das ist halt so eine Mini-Baby-Schote. Kannst halt auch vergessen. Dahin gucken, wo so ein bisschen mehr Wasser ist. So sieht es halt schon ein bisschen schicker aus. Hier haben wir auch so ein paar Schoten. Aber was jetzt hier die brennende Frage ist, was ist denn hier jetzt schiefgelaufen? Ne? Ich meine ja, zum einen die Trockenheit, aber hier ist mir bei der Aussaat ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar hatte ich bei der Drillmaschine, der Sämaschine, die Bodenklappe eine Stufe zu weit auf. Und das hat dafür gesorgt, dass die Sämaschine nicht genau genug gedrillt hat. Das heißt also, ich habe hier gute 15 Kilo mehr ausgesät, als wie eigentlich die Saatgutempfehlung ist. So, und weil wir hier sowieso einen sehr leichten Boden haben, sieht es dann natürlich auf den ganz leichten Stellen, wo kein Wasser ist, so aus. Ja, also man sieht hier wirklich jeden Bodenpunkt. Hier vorne ist mal wieder eine schlechte Ecke. Da hinten sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Da ist ja auch so ein richtig schöner Grünstich. Und würden die Erbsen mal überall so aussehen wie hier, ne? Dann wäre ja wirklich fantastisch. Es ist, wie es ist, Leute. Ne? Was man halt sagen kann, worüber ich mich sehr freue, dass wir die Erbsen sauber gekriegt haben. Ne? Also wir haben hier wirklich so gut wie gar keinen Unkrautdruck. Bei Erbsen ist es immer schwierig, dass man später mal noch Probleme kriegt mit Unkräutern. Wie dem weißen Gänsefuß, auch als Melde bekannt. So, aber wenn wir mal hier wieder in so eine vertrocknete Ecke gucken, gar nichts, ne? Das ist echt picobello sauber. Ich glaube, das lag auch so ein Stück weit daran, dass hier halt ein bisschen zu dicht gedrillt wurde, dass sie jetzt so aussehen. Aber zu meiner Verteidigung muss man sagen, das ist auch wirklich so mit eines der leichtesten Stücke, die wir haben. Na, also es gibt einen Acker, der noch leichter ist. Der ist irgendwie, ja, da so durch. Es gibt Jahre, da funktioniert das. Und es gibt Jahre, da funktioniert es halt nicht. Ihr werdet das schon sehen, wenn ich euch hier die anderen Erbsenschläge zeige, wie es dann besser aussehen kann. Das ist auf diesem Schlag hier so verkehrt gelaufen. Also schmecken tun sie ja, ne? Da kann man nichts sagen. Versetzt einen immer so ein bisschen ein Stück weit in die Kindheit zurück, wo man sich damals immer im Garten von Oma und Opa bedient hat, ne? Sind zwar andere Erbsen, ne? Aber die schmecken dann doch so ein bisschen ähnlich. Ja, und jetzt wird's richtig lustig. Wir sind jetzt hier im Weizen. Ich lasse einfach mal die Bilder Worte sprechen hier, ne? Haha, das sieht gut aus, wa? Ja, was ist hier schiefgelaufen? Das, was ihr hier so schön hochragen seht, das Windhalm. Windhalm ist ein Ungras und Windhalm sieht vor allem im Weizen richtig schick aus. Vorab muss man dazu aber auch sagen, es sieht schlimmer aus, als es ist. Genauso das Beispiel mit der Gerste und dem Roggen. Aber wenn wir hier mal reingucken, ne, der Windhalm, der steht halt überall so wie hier. Ne, ganz klar über den Weizen drüber. Aber wenn wir hier so mal reingucken, der Weizen sieht nicht schlecht aus. So auch an den Stellen, wo der halt so ein bisschen ist. Das wird hier schon noch ein guter Ertrag sein. Es ist halt nur ärgerlich um diesen ganzen Windhalm, der dann halt nachher aussamt und den man dann wieder bekämpfen muss. Ist jetzt hier nicht so das große Problem. Also Folgekultur wird hier ein Grünschnittroggen sein. Der wird dann irgendwann so, ja, Mitte, Ende Mai geerntet. Und dann kommt hier Mais rein. Und dann bekommt man das hier auch in Mulchsaat im Griff. Also mache ich mir keine Sorgen. Es sieht halt nur echt bescheiden aus. Aber der Weizen hier zwischen, der ist tipptopp. Ne? Guckt euch mal diese Matte an. Also nichtsdestotrotz, auch wenn wir hier so einen, ja, guten Windhalmbesatz haben, am Ende rechnet dann der Mähdrescher ab. Aber wenn ich mir das hier so angucke, das sind halt schon stattliche Ähren und auch ein stattlicher Bestand. Von der Straße sieht es halt richtig gruselig aus. Ne? Du guckst von der Straße und du siehst eigentlich nur Windhalm. Aber wenn du da mittendrin stehst, dann siehst du, ja, so dicht ist der Windhalm eigentlich nicht. Ne? Das ist halt viel vereinzelt. Natürlich hat der hier Ertrag gekostet. Ne? Das möchte ich hier auch gar nicht abstreiten, das hat Ertrag gekostet. Das wird wahrscheinlich auch Qualität kosten, weil dieser Windhalm halt auch in direkter Konkurrenz mit meinem Weizen steht. Um Wasser und um Nährstoffe. Bleibt leider nicht aus. Kommen wir aber zum Grund. Warum haben wir so viel Windhalm drin gehabt? Vorfrucht war hier Silomais. Der Silomais war sauber. Daher kann ich mir das auch irgendwie schlecht erklären, wo auf einmal dieser ganze Windhalm herkommt. Und der ist ja wirklich ganz flächig. Ne? Gut, da vorne ist jetzt so, da ist nicht wirklich was. Aber sonst ist er wirklich breit verteilt hier auf dem Acker. Ich weiß es auch nicht. Früher hatten wir das Problem erkannt um den Windhalm. Haben hier ein Herbizid eingesetzt. Das Herbizid fängt mit dem Buchstaben B an. Ich werde jetzt hier den Namen nicht nennen, weil ich möchte jetzt hier auch niemanden irgendwie mies reden. Mache ja auch sein, dass das bei anderen Berufskollegen dieses Mittel noch sehr gut funktioniert. Wir mussten in diesem Jahr feststellen, auf allen Flächen, wo wir das B-Mittel eingesetzt haben, haben wir nicht so gute Erfolge, was
die Bekämpfung von Ungräsern angeht. Das kannst du vergessen. Vor anderen Flächen, wo wir dann ein Axial genommen haben oder ein Atlantis, sind die Bestände sauber. Da haben wir keine Last. Ne? Nur hier ist dann halt im Frühjahr das B-Mittel gekommen und ja, wirklich gewirkt hat's nicht. Und das ist hier eigentlich wirklich der schlimmste Acker. Und noch schlimmer ist, dass er halt direkt an der Landesstraße ist. Ne? Perfekt. Da kannst du mir erzählen, was du willst, aber ich glaube, hier lacht sich jeder einen Arsch ab, der hier dran vorbeifährt. Und jeder, der weiß, dass es mein Acker ist, der denkt sich auch nur, sollte der Meier doch mal lieber mehr auf seine Felder gucken, statt hier irgendwie Videos zu machen. So eine Schandflecken hat jeder. Es gibt hier keinen, der jedes Jahr alles zu 100% macht. Ne? So 1 bis 2, 3 Muchfelder sind immer dabei. Es ist halt einfach so. Ne? Nur so als kleine Abwechslung. Ne? Da, wo der Windheim kein Wasser hatte, da ist er auch nicht so stark durchgekommen. Aber ja, da sieht der Weizen auch dementsprechend aus. Ne? Also wir haben jetzt in den meisten Ähren noch so ein bisschen Farbe und man merkt auch so ein bisschen Feuchtigkeit. Also da kommen noch Körner, ne? Keine Frage, aber doll wird das hier nicht mehr. Da sieht man halt nochmal so alte Gräben, die es damals mal gab. Ne? Auf einmal haben wir es hier wieder richtig saftig und dicht. Ja, und da sieht das schon wieder anders aus. Ich meine, gut, das ist bei dem Acker hier nur die vordere Ecke. Der Rest, wo so üppig im Windheim ist, da ist auch überall Wasser unter. Ne? Das ist Moorboden hier, da erntet man eigentlich immer gut. Das wollte ich euch nochmal gezeigt haben für die, die jetzt sich fragen, Lennart, wie sehen denn die leichten Stellen aus bei dir? Sieht ungefähr so aus wie hier. Da, wo leicht ist, ist halt schon sehr, sehr blass geworden. Mit so ein paar grünen Akzenten dazwischen. Also sehen halt die Stücken auf den leichten Böden aus. Aber gut, Leute, das sind jetzt so die 3 Felder, wo ich sage, jo, hier ist dieses Jahr was schiefgelaufen. Ich meine, ich weiß, was ich besser machen kann fürs nächste Jahr. Das ist nicht nochmal so passiert. Aber man kann davon ausgehen, dass dann irgendwo an einer anderen Stelle was schief läuft. Ne? Also man lernt nie aus. Es ist jedes Jahr immer irgendwas dabei. Ne? Das ist einfach so. Aber wir haben jetzt hier genug Schlechtes gesehen und ich hoffe, ihr seid schadenfreudentechnisch auf eure Kosten gekommen. Ha? War ja jetzt auch gut. Jetzt wollen wir mal zu den Sachen übergehen, die gut aussehen. Schauen wir mal. Das ist jetzt der zweite Teil vom Video. So, das Programm, was ich euch jetzt zeige, wo ich ganz zufrieden bin oder was so ungefähr die durchschnittlichen Bestände hier sind, fängt jetzt einmal an wieder mit den Erbsen. Dann gehen wir weiter zum Roggen, dann gehen wir zur Gerste. Und dann gucken wir mal, ob wir dann entweder zuerst die Triticale nehmen oder zuerst den Rapp. Und dann gibt es natürlich auch noch den Weizen. Ja, das zeige ich euch alles. Der Mais ist jetzt, denke ich mal, erstmal nicht so interessant. Da kommt nochmal ein extra Video zu. Und das sieht eigentlich überall ganz okay aus, aber schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Ja, jetzt stehen wir hier im Erbsenschlag, fast direkt gegenüber von dem anderen Erbsenschlag, den ich euch gezeigt habe, wo es nicht so toll aussieht. Das ist jetzt die Sorte Orchestra. Und das ist schon ein anderer Schnack hier. Also klar, wir haben jetzt hier so eine höheren Stellen wie da. Ne? Da sind die noch doller geworden. Aber ich sag mal so, der Durchschnitt von dem Schlag sieht hier so aus. Und mal gucken, wir haben hier schon ganz paar Schoten pro Pflanze. Es ist halt auch ein Sandboden hier mit so ein paar, ja, moorigen Stellen, ja, wo es dann nochmal noch eine Nummer dicker aussieht. Das sind dann halt so eine Stellen wie hier. Mal hingucken, da sind die Erbsen auch, ja, da sind die Erbsen, ich glaube, auch bald 1,50 Meter groß und sind auch ein ganz paar Schoten dran hier pro Pflanze. Na, so sieht es natürlich aus, wenn die Erbsen richtig Wasser haben, wenn es richtig gut gelaufen ist. Aber man muss fairerweise sagen, das ist jetzt hier so eine Stelle, anmoorig, hier ist ein bisschen mehr Wasser unter. Wenn wir da rüber gucken, ja, dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz völlig in Ordnung. Aber ich bin echt gespannt, wie dann am Ende das Erntergebnis hier aussieht. Aber bin ich ganz zufrieden mit. War jetzt auch nicht wirklich viel Aufwand hier im Anbau. Also Bodenbearbeitung war hier dann einmal der Pflug vorweg. Dann kam die Drillmaschine mit Kreiselecke, wo auch gleichzeitig gesät wurde. Dann haben wir im Vorauflauf ein Herbizid gespritzt. Das war ein Stomp Aqua, wenn ich mich nicht irre. So heißt das Mittel jedenfalls. Und dann war es das. Das Einzige, was man noch sagen kann, das sieht man auch in dem Erbsenvideo. Ich habe die Erbsen vorher geimpft, bevor ich sie ausgesät habe. Mehr haben wir nicht gemacht. Also ist jetzt keine Kultur gewesen, die viel Aufwand gemacht hat. Ne? Also auf jeden Fall tun wir mit den Erbsen in unserem Boden hier was Gutes. Und das die Erbsen, gehen wir weiter zum Roggen. Nächste Station. Ja, wir stehen hier im Roggen. Das ist auch ein Schlag, den ich euch bereits im Frühjahr gezeigt habe. Das ist die Sorte Tayo von der KWS. Auch in Mulchsaat angebaut. Und ich muss sagen, oh, super Bestand. Das ist hier tatsächlich noch so ein bisschen das leichte Ende. Da hinten geht das dann so ein bisschen runter, da wird es anmoorig. Da steht er noch fetter, dafür, dass das hier Sandboden ist. Das ist schon okay. Guss ist immer schwierig mit der GoPro. Ich hoffe, man erkennt es so halbwegs.
Ne? Aber damit kann man schon sehr zufrieden sein. Ne? Und es ist halt auch nicht so viel Aufwand reingegangen, bodenbearbeitungstechnisch. Was Pflanzenschutz angeht, sind wir halt zweimal mit Herbizid, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Dann haben wir noch einmal das Kurzspritzen gemacht. Haben wir noch einmal gespritzt ein Fungizid gegen Braunrost. Wir hier mal untertauchen. Wir hier noch, oh Gott, willkommen im Dschungel. Braunrost finden, aber weiß gar nicht. Ja, hier findet man ein bisschen was. Leicht orangen Pusteln. Dagegen macht man halt was, in diesem Braunrost. Weil das kann der Roggen überhaupt nicht ab. Ja, hier kann man sich auf jeden Fall gut verstecken. Ich denke mal, wir haben hier eine Wuchshöhe von über 1,50 Meter. Aber dafür steht der Bestand echt ganz schön stramm. Also wir haben hier noch keine Anzeichen von Lagergetreide. Lagergetreide, für die Leute, die nicht wissen, was man mit dem Begriff anfängt. Lagergetreide ist einfach, wie der Name schon sagt, das Getreide geht ins Lager. Das legt sich hin. Und gerade so ein Roggen ist im Lager, wenn er sich platt macht, schwierig zu dreschen. Und wenn man dann noch zur Ernte viel Niederschläge hat, dann hat man am Ende auch Probleme mit Durchwuchs. Das heißt, die Körner, die ganz unten auf dem Boden liegen, die fangen dann an zu keimen und dann wächst das wieder grün durch. Und das macht dann überhaupt keinen Spaß. Man merkt schon, man kann hier wirklich nur durch die Fahrgasse durchgehen, weil das echt eine ganz schöne Matte ist. Also da wird sich der Drescher ganz schön durchquälen. Aber ist sonst immer problematisch hier gerade mit Quecke und Windheim, auch auf diesem Schlag. Aber den hat der Roggen hier ganz gut unterdrückt. Jetzt sind wir in der Gerste. Das ist jetzt die normale Winterfuttergerste, auch von der KWS. Das ist die Sorte Wallace. Auch in Mulchsaat angebaut. Vorfrucht war hier Weizen. Den findet man mal ganz selten. Hier. Sonst kaum. Ne? Vereinzelt hast du mal welche, aber das ist schon ganz in Ordnung. Also die Gerste hat hier den Ausfallweizen schon sehr, sehr gut unterdrückt. Wir haben jetzt hier auch zweimal mit einem Herbizid gearbeitet. Einmal im Herbst und dann einmal im Frühjahr nochmal nachgeputzt. Dann sind hier einmal mit Wachstumsregler durch, einmal mit einer Blattvitalisierung durch oder Spurenährstoffe. Und dann sind wir hier auch noch einmal mit einem Fungizid durch. Man muss sagen, hier vorne stehen wir auch wieder auf dem leichten Ende, ne, wo der Boden nicht ganz so gut ist. Hier lässt die Gerste auch überall schon ganz schön den Kopf hängen. Wo man denkt so, oh, könnte man ja schon fast mit dem Drescher reinjagen. Aber wenn wir den mal ein bisschen hochfahren, am hinteren Ende müsste man erkennen, da stehen die Grannen alle noch. Ist dann der Boden, der ein bisschen mehr Wumms hat. Das ist ein Moorboden. Da steht die natürlich noch mal, doppelt so gut auch nicht, aber viel, viel besser. Aber dementsprechend, weil da halt die Versorgung an Nährstoff und Wasser besser ist, ist sie noch nicht ganz so weit. Warten wir mal noch mal eine Woche, bis das soweit ist. Aber mit dem Ergebnis hier bin ich schon, sehr zufrieden. Also die Gerste macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Das ist jetzt die Winterbraugerste mit Vorfrucht Weizen. Das ist das gleiche Spiel wie da vorne mit dem Roggen, nur dass die hier sauber ist. Und mal schauen. Wir haben hier auch mal ganz, ganz gering, so vereinzelt hier so, ne, 3-4 Weizenpflänzchen. Aber im Großen und Ganzen ist das sauber. Und bei dem Feld, da bin ich eigentlich guter Dinge. Und das andere da hinten mit dem Roggen ist aber schon so ein bisschen abgeschrieben. Ne? Das wird wohl nix. 2 Hektar sind gut, 2 Hektar sind für die Tonne. Ja. Aber im Großteil, ne, sind das halt nur so die 2 Hektar Gerste da. Ich habe halt hier den 2 Hektar Schlag. Da nebenan sind noch mal 8 Hektar. Davor sind noch mal 4 Hektar. Und dann ist das gar nicht so viel, was schlecht geworden ist. Und ja, schlecht ist es auch nicht. Das kann man auch nicht sagen. Ja, wir haben da halt Probleme mit Besatz, dann wird es halt nur Futtergetreide. Aber manchmal muss man halt einfach auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Ne? Das ist die Gerste. Willkommen im Dschungel, würde ich mal sagen. Also stratzen hier gerade gemütlich durch die Fahrgasse und wir sind natürlich angekommen in unserem Winterraps. Der Winterraps ist eigentlich mit die Kultur, die am meisten Pflanzenschutz benötigt bei uns auf dem Betrieb. Also in Summe waren wir hier zweimal mit einem Herbizid gegen Gräser durch. Auch einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Dreimal mit einem Insektizid, weil es auch dreimal verschiedene Schädlinge waren, die man bekämpfen muss. Und einmal mit einem Fungizid. Ja, und einmal halt auch noch mit einer Nährstoffgabe. Es ist halt schon im Vergleich zum Getreide, ne, doch schon mehr. Aber wenn man das jetzt mal mit Kartoffeln vergleicht, dann kommen wir da nicht ansatzweise ran. Das ist schon ein amtlicher Bestand hier. Also quer durchlaufen kannst du vergessen. Der ist wirklich echt verwurzelt, verwachsen hier. Könnte man fast meinen, man wird irgendwo im Wald stehen, ne? Ja, das ist schon vernünftig. Das ist schon ganz anständig hier. Ja, das, was hier nur
auf dem Erdboden liegt. Das waren ehemals noch die alten Rapsblätter, die sich hier verabschiedet haben. Ja, wir haben den Boden natürlich auch gut beschattet, also da ist noch gut Feuchtigkeit drunter. Hier muss man aber sagen, dass wir hier auf dem Sahneboden sind. Ja, das ist hier schwerer Lehmboden, sehr, sehr schwierig zu bearbeiten. Aber wenn man es schafft, hier eine Kultur halbwegs zu etablieren, dann sieht die auch sehr, sehr gut aus. Ne? Also der Raps, der wird schon gut ernten, da bin ich mir sicher. Ach, das kann man hier ganz, ganz schlecht raussuchen. Wir haben hier einen Haupttrieb quasi und an jedem kleinen Ärmchen hier ist immer noch ein Nebentrieb, wo immer noch was kommt. Und das geht halt bis hier unten, hier. Das ist jetzt zum Beispiel von dieser Pflanze der unterste Arm. Also am jeden Arm ist dann der Nebentrieb und da kommt immer noch was. Und die sind natürlich noch nicht ganz so weit wie die oberen Schoten. Hier ist noch ein deutlich knackigerer Grünton. Die werden schon so langsam gelb. Deswegen sollte man Raps nicht zu früh dreschen, damit man dann halt auch dieses Potenzial von diesen ganzen Nebentrieben noch nutzen kann. Da kommt halt noch ganz, ganz Teilertrag zusammen. Deswegen sollte man nicht zu früh rein, sondern auch auf die Nebentriebe achten. Dann erntet man hier auch ganz vernünftig. So sieht so eine Schote von innen aus. Ja, das sind die kleinen schwarzen Rapskörner. Ja, die kann man noch zerdrücken. Spritzen nicht mehr ganz. So, aber natürlich noch viel zu weich. Also das hat noch Zeit. Das hat noch Zeit. Und wir haben noch gar nicht gesagt, was für eine Sorte das ist. Die Sorte ist von DK. Ne? DK. Und das ist der Expectation. Expectation? Ich blende es unten mal rein, wie der Name dann geschrieben wird. Nee, Quatsch, nicht Expectation, Exception. DK Exception ist das. Ja, zweites Jahr im Anbau. Letztes Jahr hat er uns so gut gefallen, weil der auch ertraglich und qualitativ echt top war, dass wir ihn dieses Jahr mitgenommen haben oder wieder mitgenommen haben. Und ich würde mal sagen, der enttäuscht nicht. Ja, willkommen zur nächsten Station. Hier habe ich mal was Besonderes angebaut, also eine Sonderkultur. Im Frühjahr habe ich hier einen Kuhfladen in die Erde gesteckt und den einfach mal wachsen lassen. War jetzt kaum Pflege nötig in der Kultur, also man kann fast sagen Bio. Ja, und es ist hier so ein kleiner Haufen gewachsen. Das ist natürlich Quatsch. Es geht hier um den Weizen und der Weizen ist nice. Also so sieht es natürlich aus, wenn er mal sauber ist und dann nicht so viel Windhalm drin ist. Das ist jetzt mittelschwerer Boden, sandiger Lehm und der steht richtig gut. Anbaumäßig, genauso wie die anderen Getreidekulturen, ist hier Mulchsaat geschehen. Vorfrucht war hier Silomais und lediglich im Pflanzenschutz war hier eine Fungizidmaßnahme mehr nötig. So ein bisschen Schilf, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das ist irgendwie hier gepaart mit der ollen Baumreihe. War wohl vielleicht damals mal ein Graben hier. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber das ist ja nicht so wild. Was für Sorten sind das hier? Und ich sage bewusst Sorten, weil das ist ein Mixweizen. Ein Mixweizen, weil wir haben hier zwei Sorten gemixt. Und zwar ist das einmal der Kilimanjaro und der Reform. Ey, das sieht echt gut aus. Na, wollen wir mal hier zwischenschauen. Jetzt mangelt es hier wahrscheinlich wieder an Licht. Ist auch schön sauber geworden. Ja, und von der Fläche erhoffe ich mir eigentlich schon einen guten Ertrag. Also das ist schon ein vernünftiger Weizen hier. Da kann man echt gut mit leben. Ich bin wirklich später echt gespannt auf den Ertrag, wenn er hier so üppig steht. Eigentlich auf allen schweren Böden sieht der Weizen gut aus. Oder auch auf den anmöhrigen. Böden sieht das auch einigermaßen gut aus. Natürlich haben wir hier auch sandige Stellen, die ein bisschen bescheidener aussehen. Wird der Weizen überall aussehen wie hier? Du, ach, ich glaube, ich würde gar nicht aus dem Grinsen rauskommen. Aber Leute, man muss sich auch mal freuen und ich beschwere mich so viel und so oft und es hängt mir schon selber zum Hals raus, weil ich muss mir das Ganze ein ganz paar Mal anhören. Muss mir das anhören, wenn ich das Material schneide. Dann gucke ich mir selber das fertige Video ja auch nochmal an. Dann muss ich es mir nochmal anhören. Da geht mir mein Gemotze schon selber ein bisschen auf den Keks. So sieht das halt aus, wo es ein bisschen leichter ist. Hier oben das Vorgewende, das liegt halt höher. Weiß nicht, ob man es so ein bisschen erkennen kann. Das geht dann so ein bisschen runter. Hier wird es schon ein bisschen lichter. Hier kann man schon so einigermaßen gut durch den Bestand durchgehen, ohne irgendwie großartig was kaputt zu trampeln. Ich meine, das ist auch noch okay. Ne? Es ist halt Sandboden. Aber da, wo halt die Bodenpunkte ein bisschen mehr sind und wo das Wasser ein bisschen besser gehalten wird und auch die Nährstoffe, ja, da kannst du natürlich nicht mehr ganz so elegant durchlaufen. Da schaut der Spaß schon anders aus. Genug vom Weizen. Wir kommen zur letzten Station für heute. Und das ist die Triticale. Also, wie sie gleiche. Das ist unsere letzte Station. Das ist die Triticale. Das ist die Sorte Lombardo. Auch in Mulchsaat angebaut. Zweimal Herbizid, Wachstumsregler, Spurennährstoffe und zweimal ein Fungizid, genauso wie Weizen. Und da vorne haben wir so ein bisschen grünen Schimmer.
Und das ist so eine Ecke, da haben wir aber schon seit Jahren Probleme mit Quecke. Da werden wir dies hier auf jeden Fall nochmal mit Glyphosat rüber, um die nochmal effektiv zu bekämpfen. Wer weiß, ob es das letzte Jahr ist. Aber ansonsten ist der Acker richtig schön sauber. So sieht jetzt hier so eine Ähre aus. Und für die Leute, die sich fragen, was denn Triticale für eine Getreidesorte ist. Triticale ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen und wird als Futtergetreide eingesetzt. Triticale kann man sagen, die kommt dann dadurch, dass sie so ein bisschen die Roggengenetik hat, besser mit Trockenheit klar. Und dadurch haben wir halt eine Ähren auch ja, eher so eine längliche Form und diese feinen Gran. Das ist dann noch so ein bisschen aus dem Roggen. Schau mal an, wie schön voll die sind, ne? Das ist schon ganz cool hier. Ah, aber da erspäht mein Auge etwas. Das hier, ja, das war nämlich mal Ackergras. Kommt dann gelegentlich noch mal durch. Aber ach, die paar Halme, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja, ich suche mir jetzt auf jeden Fall noch mal einen Schattenplatz hier für die Abmoderation. Weil hier jetzt die ganze Zeit so gegen die Sonne zu starren, ach, da habe ich keine Lust drauf. Das ist irgendwie, das will keiner sehen. Hier wurde schön gemulcht und da nicht. Da muss man sich noch mal bei der Gemeinde beschweren, ja, wer das da macht. Ach stimmt ja, das machen wir ja. Okay, lassen wir mal. Damit wären wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das jetzt mal versucht, wirklich nicht so detailreich zu machen oder zu viel ins Detail zu gehen, damit das auch jeder gut versteht. Damit das auch für den Otto-Normalverbraucher verständlich und nachvollziehbar ist, wieso ich was jetzt gemacht habe. Wenn ihr da genaue Nachfragen zu habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Beantworte ich euch gerne. Der Countdown geht los. Wir befinden uns jetzt in den letzten Tagen, bevor dann tatsächlich die Getreideernte hier losgeht. Wir haben jetzt die letzten Tage immer noch guten Niederschlag gehabt. Jetzt nicht wahnsinnige Mengen. Also jetzt nicht so wie 80, 100 Liter. Ich glaube, gesamt über die letzten Tage kommen wir jetzt auf 30. Bummelig, also aber auch über mehrere Tage verteilt. Kann ich auch mitleben. So 100 Liter in 24 Stunden muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Zum Mais kommt noch mal ein extra Video, aber ich denke mal, das nächste Video, was erscheint, wird dann wieder so ein Farmblog sein, der für die Gerstenernte aufbaut. Und das Video danach kann dann schon sein, dass ich aus der Gerstenernte berichte, wie die Erträge waren, wie die Qualitäten so waren, wie gut das alles funktioniert hat. Ne? Beginnt auch bald die heiße Phase, ne? Dann wird das andere auch nicht mehr so lange dauern. Wobei, ihr habt ja gesehen, wie grün der Weizen auch ist und die Triticale auch und der Roggen auch. Das sind jetzt nur die leichten Stellen, die ein bisschen blasser sind, aber der Rest, der steht noch voll im Saft. Also das dauert noch mindestens einen Monat. Aber gut, meine lieben Freunde, ich werde mich an dieser Stelle wieder verabschieden. Ich hoffe, ich habe versucht, dieses Video so kurz wie möglich zu halten, aber ist halt schwierig, da das alles so kurz zusammenzufassen. Ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, haut rein.